Willkommen bei den Nosy Rosy und willkommen zu den Gen Li Gay News im Oktober. Ja, wir haben wieder themenfreie Woche. Es gibt wieder News von mir und das zwar in Hülle und Fülle. Fangen wir an. Und zwar die erste News eher ein kleiner Veranstaltungshinweis und zwar sind in Hamburg bald wieder die lesbisch-schwulen Filmtage, und zwar am 18. Oktober von den 22. in Hamburg. Und da gibt es immer viele tolle Filme zu sehen und ich gucke mir da auch auf jeden Fall ein paar Filme an. Ich habe mir das Programm noch nicht angesehen, aber es gibt immer tolle Filme. Vor allem die Kurzfilme sind immer sehr zu empfehlen. Und das gibt es nicht nur in Hamburg, das Ganze. Und zwar habe ich gesehen, dass auch in Karlsruhe demnächst die, beziehungsweise heute, am 4. Oktober, die lesbisch-schwulen Filmtage anfangen. Und auch in Köln beginnt morgen das Kurzfilmfestival. Und das ist zwar nicht schwul-lesbisch, aber es gibt auch einige schwule und lesbische Filme. So, bleiben wir in den Medien. Und zwar ist vor ein paar Wochen eine neue App rausgekommen für Android-Handys. Und die da heißt, oder um das, in der es geht, ist mein Sohn schwul. Also diese App ist für Eltern, die testen wollen, ob ihr Sohn schwul ist. Da gibt es dann so ungefähr 20 Fragen. Und ja, das ist ganz schön umstritten, das Ganze. Denn, ja, es sind doch sehr merkwürdige Fragen, die da gestellt werden. Nämlich sehr klischeehafte Fragen. Mein erster Gedanke war, was soll es, ist doch irgendwie lustig. Aber dann habe ich mir das doch genauer angeguckt und da sind halt so Fragen wie, spielt er Fußball oder braucht er länger im Bad? Also wirklich solche klischeehaften Sachen. Und das fördert dann doch wirklich nur dieses Klischee-Denken. Von daher denke ich, das ist wirklich auch nicht lustig. Also nicht ernst zu nehmen, das auf gar keinen Fall, aber auch nicht lustig. Ja, was denkt ihr darüber? Sollte man das eher mit Humor sehen oder nicht. Ja, Quentin. Ja, wundert euch nicht, mit welcher ein Katzenkopf. Was machst du da? Hey. Geh runter vom Tisch. Du gehörst nicht in News. Du bist nicht in News, du bist alt. So, immer noch in den Medien. Und zwar habe ich einen interessanten Bericht über Homosexualität in Spielen gesehen. Den verlinke ich euch ebenfalls natürlich unten. Und da geht es darum, ob in der Spielwelt Homosexualität denn ein Tabuthema ist oder nicht. Und es gibt doch einige schwule und lesbische Figuren in den Spielen. Also da gibt es eine kleine Liste zu sehen mit 13 Charakteren oder 13 Spielen, in denen schwule oder lesbische Charaktere vorkommen oder meine Szene drin ist oder so. Und das finde ich super. Also ich war richtig erstaunt, wie viele Spiele es gibt. Zum Beispiel auch The Sims. Das spiele ich nicht. Also ich habe das früher auch mal gespielt, aber da kann man ja wohl auch Anträge machen und da können auch schwule und lesbische Figuren ja den gleichen Geschlecht Anträge machen. Finde ich cool. Könnt ihr euch mal durchgucken. Vor allem sehr amüsant sind auf dieser Seite, die ich euch verlinke, die Videos von diesen, von manchen halt schwulen oder lesbischen Szenen aus manchen Spielen. Und also das ist sehr lustig, finde ich. Müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. So, kommen wir zu einer News, die vor ein paar Tagen schon in den Kommentaren auf unserem Channel gepostet wurde. Und zwar von Shared Wisdom 187. Oder 187 oder wie auch immer. Und vielleicht haben es auch einige von euch schon mitbekommen. Und zwar wurde Lisha Haley, unsere geliebte Schauspielerin aus The L-Word, da spielt sie die Alice, die Bisexuelle. Eigentlich auch lustig, ne? Die einzige wirklich lesbische Schauspielerin spielt eine Bisexuelle. Aber gut, das ist ein altes Thema. Ja, Lisha Haley wurde aus einem Flugzeug rausgeschmissen, nachdem sie mit ihrer Freundin geknutscht hat.
Und ja, jetzt regen sich natürlich alle auf und es ist großes Geschrei. Und das natürlich, um Gottes Willen auch, das geht gar nicht. Allerdings, finde ich, muss man auch sagen, okay, ist die Frage, wie sehr hat sie denn mit ihrer Freundin da rumgeknutscht? Haben die da fast auf dem Flugzeugsitz, ne, rumgepoppt? Oder was ging da ab? Ich denke mal, wenn das dann wirklich so heiß herging, wie zum Beispiel die Fluggesellschaft auch behauptet, hätten sie vielleicht auch ein heterosexuelles Paar rausgeschmissen. Denn vor allem ist diese Fluggesellschaft auch dafür bekannt, dass sie ziemlich schnell Leute des Flugzeuges verweist. Also es ist auf jeden Fall nicht in Ordnung, aber ich finde, man sollte sich jetzt nicht so sehr darüber aufregen. Und es war sicherlich nicht unbedingt nur deswegen, weil es ein lesbischer Kuss war. Aber wenn ihr trotzdem ein Zeichen setzen wollt und gegen diese Fluggesellschaft vorgehen wollt, könnt ihr unter diesem Link die Petition mit unterzeichnen und schaden kann es ja auf jeden Fall mal nichts. Ne? Ich habe es auch getan. So, letzte News, ein nicht ganz so schönes Thema. Auch gerade viele Nachrichten darüber. Was war das für ein Satz? Darüber gibt es auch gerade viele Nachrichten. Und zwar wurde mal wieder in Belgrad, das ist in Serbien, der Pride abgesagt. Das ist auch schon mal vorgekommen. Und letztes Jahr zum Beispiel wurde er nicht abgesagt. Und da gab es wirklich großen Aufruhr. Und ja, es ist einfach dort so, dass es viele homophobe Menschen gibt und viele dagegen sind und es nicht kapieren und es nicht wollen und es eklig finden. Und die dann gegen Demonstrationen starten und das dann halt ausschreitet. Ich weiß auch nicht, was mit den Leuten da los ist. Ich glaube, sie sind einfach von sich aus ein bisschen aggressiv. Ich meine, da geht es auch ständig bei Fußball- oder Basketballspielen heiß her. Und ich glaube, die Menschen da wollen einfach gerne Prügel. Ich muss sagen, ich war vor ein paar Jahren in Belgrad. Da habe ich dieses Foto auch selbst gemacht. Das kann man da überall sehen. Das bedeutet, wir warten auf euch. Und ja, also ich glaube, es ist da wirklich nicht so easy, wenn man schwul oder lesbisch ist. Und aber trotzdem ist es wirklich eine schöne Stadt und ein tolles Land und es gibt da super viele tolle Leute. Und ich habe da mit vielen Serben zu tun gehabt, die wussten, dass ich lesbisch bin und die kein Problem damit hatten. Und ja, es ist mal wieder nur eine Randgruppe, aber gut, vielleicht in dem Fall eine große Randgruppe, die da dagegen ist, aber wie gesagt, es gibt viele, für die das auch in Ordnung ist. Und wir erinnern uns, vor ein paar Jahren hat Serbien ja den Eurovision Song Contest gewonnen. Und die Sängerin ist lesbisch und auch offen lesbisch. Ich meine, okay, da wird zwar wahrscheinlich nicht drüber gesprochen in dem Land, aber trotzdem. Punkt. So, okay. Das waren schon wieder die Gay News. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Ich bin nächste Woche auf jeden Fall nicht da. Ich bin nämlich in Dänemark. Ja, mache ein bisschen Urlaub mit meinen Freunden. Vielleicht werde ich euch ja ein paar Videos oder so davon zeigen. Mal schauen. Ja, und danach bin ich wieder da und dann geht auch die Uni schon wieder los. Und ja. Ach ja, bezüglich der Videohäufigkeit der Zeit, das ist uns auch aufgefallen. Keine Sorge. Da reden wir gerade intern drüber und es wird auf jeden Fall demnächst ein paar Neuerungen oder Änderungen geben, die das auf jeden Fall mit der Häufigkeit wieder besser regeln. Und ja, ich bin gespannt darauf. Ihr könnt auch gespannt sein. Und wir sehen uns bald. Nicht nächste Woche, aber in 2 Wochen. Bis dann, die Jen.